Hallo, also jetzt haben wir die Frage, zu welchen Zahlenmengen gehört die Zahl 8? Und das ist eine gute Möglichkeit, nochmal die ganzen Zahlenmengen zu wiederholen. Und wir hatten kennengelernt zuerst mal die natürlichen Zahlen. Die bezeichnet man auch mit n, also natürliche Zahlen. Und das waren die Zahlen, mit denen man zählt. Also auf alle Fälle mal 1, 2, 3, 4 und so weiter, mit denen man Objekte zählt. Und es gibt so einen gewissen Streit darum, ob die 0 jetzt noch dazugehört oder nicht. Also 0. Also einige bezeichnen das, wenn die 0 dazugehört, mit n0. Andere bezeichnen selbst diese Menge trotzdem noch als n, als natürliche Zahlen. Also in der Informatik wird die Null normalerweise dazu gezählt. In der Mathematik wurde sie früher oft nicht dazu gezählt zu den natürlichen Zahlen, aber heute eigentlich meistens dann doch schon. Also wir zählen sie jetzt mal hier dazu. Also brauchen wir nicht das N0, das kann ich wieder streichen, sondern wir zählen einfach die Null zu den natürlichen Zahlen. Okay, also 8 ist nicht 0, also 8 ist ganz sicher hier drin. Also 8 ist eine Zahl, mit der man zählt. Und also können wir hier schon mal sagen, also zu der Zahlenmenge der natürlichen Zahl gehört die 8 sicher dazu. Gut, welche Zahlenmengen kennen wir jetzt noch? Also nehmen wir mal als nächstes die ganzen Zahlen. Und da hatte ich gesagt, das war der Buchstabe Z. Also ganze Zahlen. Ganze Zahlen. Was sind ganze Zahlen? Ja, das sind also auch die natürlichen Zahlen plus noch die negativen Zahlen. Also das beginnt dann, weiß ich, ja, gehen wir mal von der 0 rückwärts, also minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 und eben auch noch die natürlichen Zahlen dazu. Das sind die ganzen Zahlen. Und ist 8 eine ganze Zahl? Ja, auch. Ist klar, ist auch eine ganze Zahl. Gut, dann welche Zahlenmengen kennen wir noch? Wir kennen noch die Brüche. Also das war die Zahlenmenge der rationalen Zahlen, Q. Also rational. Und das waren Brüche, also das heißt ganze Zahlen geteilt durch andere ganze Zahlen. Und ja, kann man 8, gehört 8 zu den Brüchen? Also jede ganze Zahl gehört zu den Brüchen, denn man kann für jede ganze Zahl einfach schreiben, also m durch 1, wenn m eine ganze Zahl ist. Und das heißt, 8 kann man zum Beispiel auch schreiben als 8 durch 1. Aber man kann es auch anders schreiben, zum Beispiel 16 durch 2. Jedenfalls ist 8 sicherlich auch ein Bruch, also eine rationale Zahl. Jetzt können wir uns die Zahlenmengen mal hier aufmalen. Also, da haben wir die natürlichen Zahlen. Also, das ist die kleinste Menge. Das ist n. Und die ist enthalten in der Menge der ganzen Zahlen. Also, die Menge der ganzen Zahlen ist praktisch fast doppelt so groß dann. Wenn man von bei unendlichen Zahlenmengen von Größe sprechen kann. Und ja, jetzt die Menge der rationalen Zahlen, die ist dann nochmal, da gibt es dann nochmal viel mehr Zahlen. Also die sieht dann, oh, jetzt habe ich das gleiche erwischt. Ich wollte eigentlich die rosa Farbe wieder nehmen. So, okay, die rosa Farbe. Das ist dann die Menge der rationalen Zahlen. Also Q. Und ja, welche Zahlenmengen haben wir jetzt noch vergessen? Also, dann gibt es noch die irrationalen Zahlen. Da gibt es eigentlich keinen wirklichen Buchstaben dafür. Irrational. Und ja, was sind irrationale Zahlen? Also die gebräuchlichste oder die, also es gibt sehr bekannte irrationale Zahlen und das sind einfach ja, ganz wichtige Zahlen in der Mathematik und zum Beispiel ist es eben Pi. Also Pi
ist die Zahl 3,1415 und so weiter. Das ist die Kreiszahl. Und also warum ist sie irrational? Also sie ist unendlich lang, also sie hat unendlich viele Stellen und sie hat keine Periode. Also keine Periode. Unendlich lang. Unendlich viele Stellen. Daran erkennt man irrationale Zahlen, dass man, also Zahlen, die periodisch sind oder endlich lang, die kann man eben auch als Bruch schreiben, aber irrationale Zahlen, die kann man nicht als Bruch schreiben und man kann sie auch niemals ausschreiben. Also es gibt keine wirkliche Darstellung der Zahl. Und also viele Leute beschäftigen sich damit, zum Beispiel Pi immer weiter auszurechnen oder und ganz viele Stellen von Pi zu lernen. Also man kann beliebig viele Stellen von Pi auswendig lernen, wenn man möchte, weil ja, es gibt eben unendlich viele Stellen von Pi und man kann beliebig viel Zeit reinstecken, Pi versuchen auszurechnen. Aber ja, okay. Also eine irrationale Zahl, ist 8 eine irrationale Zahl? Ganz sicher nicht. Also es ist keine irrationale Zahl, denn wir haben gesagt, das ist eine ganz andere Menge. Also alles, was rational ist, ist nicht irrational. Also die Menge der irrationalen Zahlen, die liegt ganz außerhalb von der Menge der rationalen Zahlen. Also ich mache jetzt hier trotzdem mal wieder diesen Buchstaben hin, I, um das zu bezeichnen. Okay, und dann gab es noch eine Menge, und zwar die Menge der reellen Zahlen. Nehmen wir jetzt nochmal eine andere Farbe dafür. So, okay. Und dafür gab es den Buchstaben R, das waren die reellen Zahlen. Und ja, ist 8 eine reelle Zahl? Ja, alle Zahlen, die ich hier aufgemalt habe, sind reelle Zahlen. Also es gibt wirklich mehr Zahlen als reelle Zahlen, es gibt nämlich noch imaginäre Zahlen. Aber also so richtig in der Natur vorkommen oder so richtig kennen, tut man eigentlich vor allen Dingen die reellen Zahlen. Und also praktisch eben jede Zahl, die so in den elementaren Zahlen vorkommt, ist eigentlich eine reelle Zahl. Also die reellen Zahlenmenge, die umfasst eben die rationalen und die irrationalen Zahlen. Das sind die reellen Zahlen. Okay, und damit sind wir jetzt am Ende. Also hier, 8 ist auch eine reelle Zahl natürlich. Damit sind wir am Ende dieser Folge und ja, also, okay, tschüss.